Hallo, wir sind die Elterninitiative Geburtswohnung Kuckucksnest. Die Geburtswohnung wird ein Raum für selbstbestimmte Geburt in Freiburg. Sie kann von Eltern für eine Hausgeburt gemietet werden und sie wird Raum für Seminare rund um die Themen natürliche Schwangerschaft und Geburt und Elternschaft. Geburtswohnung, Geburtswohnung. Mein Sohn ist vor 3,5 Jahren in einem der Geburtshäuser hier zur Welt gekommen und ich bin davon ausgegangen, dass unser zweites Kind auch in einem Geburtshaus in Freiburg geboren wird und die Möglichkeit gibt es jetzt eben nicht mehr. Die ganzen Entwicklungen gerade gehen dahin, dass es einfach immer mehr nur noch die Krankenhäuser gibt und immer mehr Geburtshäuser schließen, überall, ja nicht nur in Freiburg. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir haben in Freiburg für tausende von Frauen nur noch 3 Kliniken, in denen wir gebären können. Für den ganzen Umkreis. Mir ging es damals so, wenn es kein Geburtshaus gegeben hätte, dann wäre ich, glaube ich, auch ins Krankenhaus gegangen. Das hat mich sehr beschäftigt, dass es so ein Luxus war, dass ich meinen Geburtsort frei wählen konnte. Und dass es nicht selbstverständlich ist und diesen Luxus jetzt für Frauen in Freiburg nicht mehr gibt. Und daraus ist dann die Idee entstanden, die Geburtswohnung zu gründen. Einfach als Elterninitiative eine Wohnung zu mieten, die dann für Geburten zur Verfügung steht. Für all die Eltern, die eben selbst nicht die Möglichkeiten für eine Hausgeburt haben. Ich finde das nötig und großartig, weil es tatsächlich eine Menge von Paaren gibt, die mich anrufen als Hausgeburtshebamme und sich eine außerklinische Geburt wünschen, aber keine ideale Wohnsituation haben. Sei es, sie wohnen in einer WG, in der sie sich nicht privat genug fühlen, um da die Geburt zu machen, oder sie wohnen zu weit weg. Oben im Schwarzwald, also von Wahl des Geburtsortes oder selbstbestimmte Geburt kann man in Freiburg im Moment träumen, aber man kann es nicht umsetzen in die Realität, weil sowohl Räume als auch Hebammen fehlen. Und eine Geburt ist primär ein völlig natürlicher und extrem gesunder Vorgang. Und eigentlich gehört eine Geburt nicht ins Krankenhaus, weil eine Geburt nicht krank ist. Also es ist schon was sehr Besonderes, wenn Eltern sich dafür engagieren, weil es einfach ein kleines Zeitfenster ist, wo man privat schon sehr angespannt ist. Diese ganzen Bedingungen auch für Hebammen sind miserabel. Und daran können wir leider nichts ändern, aber wir können so einen kleinen Schritt dahin gehen, dass es wieder noch eine neue Möglichkeit gibt, einfach, dass diese Vielfalt irgendwie auch erhalten bleibt und dass eine Selbstbestimmung wieder vorhanden ist. Ja, es ist wirklich eine freie Entscheidung der Familien ist, wie möchte ich mein Kind bekommen. Also wäre das für dich was gewesen, wenn es das schon gäbe? Ja, total. Also zwischenzeitlich habe ich dann, als ich keine Hebamme mehr gefunden habe, habe ich dann so gesagt, okay, egal, ich mache jetzt einfach den einfachsten Weg und gehe ins Krankenhaus. Und dann meinte die eine Freundin, nein, jetzt such weiter, es findet sich schon was. Und es hat sich jetzt zum Glück auch was anderes ergeben. Ja. Was hast du denn jetzt gefunden eigentlich als? Ein Bauwagen von einer Freundin von uns. Okay. Genau. Ich finde die Idee super und ich fand, als ich das gehört habe, dachte ich irgendwie, wow, cool. Das ist genau das Richtige. Und ich glaube, es könnte sich bestimmt auch in anderen Städten irgendwie etablieren. Geburtswohnung, Geburtswohnung. Der Verein stellt die Wohnung zur Verfügung und genau, die Frauen bringen ihre Hebamme ihrer Wahl mit. Das ist auch der entscheidende Unterschied zu einem klassischen Geburtshaus, dass wir keine Geburtshilfe anbieten, sondern einfach nur den Raum dafür. Soweit der Plan. Und jetzt zur Umsetzung, weil dafür brauchen wir dich und deine Unterstützung. Wir wollen, um eine Wohnung einrichten zu können und 3 Monate lang alle laufenden Kosten finanzieren zu können, wie Miete, Putzkraft und so weiter, müssen wir 14.000 Euro an den Start kriegen. Mit 21.000 Euro könnten wir die Wohnung einrichten und ein halbes Jahr lang alle laufenden Kosten decken. Das wäre natürlich noch ein ganzes Stück toller, weil das würde uns den Übergang in eine langfristige Finanzierung erleichtern. Also es ist ein gesellschaftlicher Auftrag, wie wir mit dem Anfang des Lebens umgehen und ob wir den gestalten wollen und ob wir da Energie reingeben möchten oder nicht. Wenn diese Crowdfunding-Kampagne erfolgreich ist, können wir noch dieses Jahr die Geburtswohnung Kuckucksnest hier in Freiburg eröffnen. Wir freuen uns auf deine Unterstützung. Geburtswohnung! 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 Unbedingt dran und sehr unterstützenswert.